Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge der Long Dark. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach Vorräten. Wir müssen die graue Mutter unterstützen. Und wir haben ein paar Aufträge, ein paar Nebenaufträge, die wir uns anschauen sollen. Jetzt gehen wir erstmal zum Haus des Bankmanagers. Da haben wir gestern den Schlüssel dafür gefunden. Und da wollen wir uns mal angucken, was der so verbirgt zu Hause. Warum das einzige abgeschlossene Haus ist. Das war irgendwo hier vorne auf dem Weg zur Tankstelle. Und hatte eine kanadische Flagge an der Hauswand. Da ist es. So, es ist nicht wirklich aufgeräumter als der Rest. Aber es muss ja dann am Ende irgendwo was geben, worum es hier zu war. Das muss ja einen Sinn haben. Okay. Ein Dosenöffner ist sehr gut. Ja, so Mackenzie hat auch schon Hunger. Dem werden wir dann was gönnen müssen. Wir können nicht alles der grauen Mutter geben, so leid uns das tut. Aber wir müssen auch selber überleben. Laufschuhe nimmst du jetzt nicht mit. I could use this. Ein Parka. Guck mal deine Klamotten an. Hast du schon drüber gezogen. Das ist immer die äußere Schicht, das ist die innere Schicht. Und die äußere Schicht ist wichtig, dass die hier viel Schutz und viel Wind- und Wasserabweisend bietet. Die innere Schicht, die reicht zu, wenn die Wärme bietet. Weil da kommen diese Werte nicht zum Tragen. Gut, also hat er angezogen, sehr gut. Klamotten wiegen natürlich auch etwas. Wenn man sie anhat, wiegen sie ein klein wenig weniger, als wenn man sie im Inventar mit sich rumträgt. Starting to weigh me down. Ja, ich merke schon, du stöhnst schon, ne? Banktresorcode. 183008. War das der Tresor, den wir geknackt haben? Das war aber ein anderer Code, oder? So, jetzt haben wir mal nie rum hier. Kommen wir mal her. T-Shirt brauchst du nicht. Was hast du hier? Den dünnen Pullover, der ist auch nicht besser. Cargohose hast du gefunden. Da müsstest du deine Hose mal reparieren. Sollten wir ja sowieso machen. Halt, ja, geht's weiter. Excellent. Nähzeug ist auch gut. Wie viel Stoff hast du, wenn du dann dein Zeug reparieren willst? 13 Stoff, gut, damit müsstest du ein bisschen was hinbekommen. Du wolltest was essen, ne? Hab's gerade gehört, dein Magen hat ganz schön gekrummelt. Oh, da ist mal das. Das hat dich noch lange nicht satt gemacht. Ist da irgendwas, was dich satt macht? Was macht denn Kalorien? Das. Und das macht das Wasser. Okay, dann trinkst du halt auch noch was. Perfekt, so, weiter geht's. Den Schrank hast du durchsucht, die Schuhe wolltest du nicht haben.
Und nach oben ging es nicht mehr. Das heißt, ich habe das jetzt für den Banktresor-Code. Den haben wir jetzt bekommen. Aber können wir den jetzt eingeben, wenn wir in die Bank gehen? Wie spät ist es denn jetzt? Es wird langsam Nacht, langsam Abend. Wir sollten auch noch die Kräuter verarbeiten. Tee kochen und sowas. Das müssen wir dann alles noch machen. Da stehen auch noch Häuser, aber die sehen zugenagelt aus. In den Häusern waren wir. Holz brauchst du noch eine ganze Menge. Du hast eine Axt gefunden, da kannst du eigentlich mal gucken, dass du was zerlegen kannst. Das ist ein Auto. Eine Fackel, okay. Machen wir die Schirme runter. Damit wir sehen, in welchem Auto wir schon waren. Wobei, das kriegst du ja mit, wenn dann beim Handschuhfach das dran steht, dass es leer ist. Ne? Sonst steht da dran, durchsuchen. Okay. Das Haus ist auch zu. Das auch. Gott, bin ich gerade erschrocken. Der war ganz dolle nah. Der Wolf. Gehst du mal lieber weg? Dort ist er. Da hinten. Da läuft er. Uiuiui. Hm, Glück gehabt. Mit dem Wolf willst du dich jetzt nicht unbedingt anlegen. So, hier liegt aber auch gar nichts weiter rum, aber du musst da noch irgendwie Holz machen. Da kannst du Zweig. Kannst du das hier zerlegen? Nein. Na. Sind das meine Fußspuren? Gut, dann gucken wir, was du der netten Dame noch alles reinlegen kannst. Stöcke kannst du auf jeden Fall. Die findest du an jeder Stelle. Ja, jetzt hast du alle Umlagen, das hättest du auch einfach haben können. Die zwei Sachen. Gerade mal die Hälfte. Bringt das was? Das bringt tatsächlich auch was. Gut. Dann machst du ja den Schaukelstuhl kaputt. Das ist zwar fies, aber was willst du machen? Zeig mal, sind wir ja gut. Oh, sieht ja gut aus. Jetzt wird es ja drinnen nämlich dunkel. So, was kannst du ihr noch reinpacken? Brauchst du ja nie alles. Brauchst du wirklich nie alles. Die Getränke brauchst du auch nie unbedingt. Wie sieht es denn jetzt aus? 7300, 8000 brauchst du. Hm. Da gibt es immer noch
zwei davon. Geschafft. Kann man das jetzt wieder rausnehmen? Was passiert denn? Ich kann ja das nicht mehr mausen. Das, was ich einmal reingelegt habe, bleibt drin. Okay. Gut, hab ich kapiert. Radio. Damit kannst du nichts anfangen. Kann ich schon noch irgendwelche Möbel kaputt machen? Ein Schrank. Reden kann ich mit dir noch nie. Kann ich das Wasser? Da kann ich kochen. Na, pass mal auf, dann nutzen wir mal die Zeit. Hagebutten können wir erstmal zubereiten. Und dann kannst du Kochplatz. Was sollten wir kochen? Hagebuttentee, so. Hast du noch einen Kochplatz oder? Ja, hast zwei Kochplätze, sehr gut. Hagebuttentee. Jetzt zeig mal, was solltest du noch machen? Ne, wo war's? Hier war's. Drei Hagebuttentee, da müssen wir also Hagebutten sammeln, Bartflechtenverband, da müssen wir Bartflechten sammeln und Lackporlingtee, da müssen wir Pilze sammeln, sogenannte Lackporlinge. Die einzelnen Lektionen des Überlebenstrainings und wir sollen lernen, wie man Kleidung repariert. Dazu sollten wir, glaube ich, drei Kleidungsstücke reparieren. Das können wir ja nebenbei machen. Wie lange dauert das? 4 und 6 Minuten. So, jetzt haben wir Hagebuttentee. Und dann können wir mal schauen, dass wir die Klamotten reparieren. Vor allem die, die du anhast. Lass uns mal hier hinschauen. Die Hose war ziemlich verschlissen. Wie viel hat es jetzt? 54%. Was haben wir noch? Socken. Wollsocken. Was hat er denn hier? Mackenzie's Pullover, den kannst du auch mal reparieren. Und was hast du hier? Der Parker. 54%. So, jetzt würde mich mal interessieren. Lerne, wie du Kleidung reparierst. Da ist der Haken dran. Also wir haben diese drei Kleidungsstücke repariert. Das, was wir machen sollten. Sehr schön. Vorratsversteck, das ist an der Kirche. Da laufen wir am nächsten Tag hin, wenn wir geschlafen haben. Den Truck. Oh, der war so weit draußen. Ne? Oh, da muss man hinlaufen. Und das Bankschließfach müssen wir irgendwie öffnen. Okay. Und hier brauchen wir den Feuerholzbehälter, müssen wir öffnen. Müssen wir machen. Gut, trotzdem kannst du mal schauen, was du noch reparieren kannst, damit du hier möglichst gut durch den Winter kommst. 86, 53. Gibt es da noch bessere? 36. Na, da reparierst du die auch noch. Dazu ist ja die Nacht da. Sind bei 100. Dann machst du die Socken, die Schuhe. Die Schuhe kannst du auch reparieren, ne? Mhm. Gut, das bist du bei 84%.
Und hier. Reparierst du auch? Mensch, da ist der hier wie frisch aus dem. Oh, diese Hose, die reparieren wir auch. Wie frisch aus dem Designerladen rennst der da hier rum. 72, na komm, mach voll. Gut. Na, denn man sieht das, wenn die. Wenn der Zustand runtergeht, gehen auch die Werte runter. Schuhe. So, die Schuhe, die kannst du mal zerlegen. Und dann wirst du irgendwie hochgehen müssen. Hast du jetzt eine Lampe? Und schlafen. Na komm, die reparierst du noch. Gut, dann essen. Du hast Hunger. Was hast du noch? Müsli-Riegel. Wir hätten Kräutertee kochen können und Kaffee. Kaffee haben wir, Kräutertee haben wir, okay. So. Wir sind immer noch überladen, obwohl wir jetzt so viel verbraucht haben. Das ist ja Wahnsinn. Dann nehmen wir deine Lampe. Die musst du dann mal nachfüllen. Hell es auf einmal ist, ne? Kannst ins erstbeste Bett reinfallen. Stell dich mal so hin, dass du das Fenster siehst, damit du weißt, wenn es dunkel ist. So, wie spät ist es? Ich probiere es erstmal mit 6 Stunden. Dass wir dann möglichst beim Morgengrauen losgehen können in die Kirche. Da haben wir schon wieder zu lange geschlafen. Es ist schon hell draußen. Ja, das macht aber nichts. Die Bücher kann man nicht mitnehmen, schade. Ich brauche noch für die graue Mutter Feuerholz. Und was verstopft denn eigentlich mein Inventar zurzeit so sehr? Zum Verfeuern habe ich gar nicht so viel dabei. Medizin auch nicht. Wobei ich aber gesagt, die Dinger, die kannst du eigentlich hier lassen. Die brauchst du nicht. Oder nimm auch nicht viel weg. Hier kannst du dann mal gucken, dass du da noch was. Ja, das brauchst du nicht alles. Ein bisschen was kannst du zu Stoff zerlegen. Aber so viel brauchst du dann doch wieder nicht, ne? Es ist, wiegt zwar alles nie viel. Ah, 0,25. Das kannst du in Leder zerlegen, ne? Gut, machst du an anderer Stelle. Dann gehen wir raus. Ja. Das ist wieder typisch, erst rausgehen und dann fällt dir ein, du könntest ja noch was trinken und was essen. Aber bist immer noch überladen, ne? Gut, wir wollten zur Kirche das Versteck und mal gucken, ob wir bis da hoch zu der Brücke kommen, wie weit das ist, ob wir das schaffen. Es wird ein wunderschöner Tag. Also ich kann mal gucken, dort hängen zum Beispiel Bartflechten.
Und Pilze brauchen wir noch. Und Hagebutten brauchen wir noch. Denn wir sollen ja noch einen dritten Hagebutten-Tee kochen. Och ne Leute. Da ist der Wolf. Ja, das Dumme an so einem Survival-Spiel ist, wenn man drauf geht, ist es vorbei. Weiß gar nicht, wie der Story-Mode sich da verhält, wenn man da stirbt, ob der dann irgendwo einen Speicherpunkt hat. Ne, da gehst du nicht weiter rüber. Das Auto ist nicht so wichtig. Und da sind wir gekommen, da müssen wir hin. So, das ist die Kirche, oder? Jetzt habt ihr gerade gesehen, wo unten rechts stand Speichervorgang. Tyler Clark. Jetzt soll der irgendwo hier... das Versteck zu finden sein. Da stehen Rehe, Hirsche. Aha, okay. Here it is. This will keep the lamp burning. Schön. Medizin. Ja, damit ist das erledigt. Prozent. Okay, dann muss es wohl noch mehr geben. Medizin gab's, was zu essen gab's, die Einmannpackung, das ist was vom Militär, eine Militärration sozusagen. Wer beim Bund war, kennt das. Ryan Smith, 67 bis 84, oh, der hat aber nie lange gelebt. Gut. Schau dir mal die Kirche an. Noch eine Mütze brauchst du ne wirklich nicht. Fließfäustlinge hast du auch. Das kannst du dir auf den Rückweg merken. Da liegt ein Gesangsbuch. Gut, auch das werde ich jetzt nicht durchlesen. Das merken wir uns auf dem Rückweg, dass wir hier vielleicht das Holz holen für die graue Mutter. Die Wasserflasche nehme ich natürlich sofort mit. Mitteilung des Priesters.
Ich muss Sie schweren Herzens informieren, dass die Erzdiözese beschlossen hat, mich aufgrund mangelnder Aktivität von der Gemeinde St. Christopher zurückzubeordern. Obwohl unsere Gemeinde in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, werde ich Ihr Engagement für die Kirche und Ihre Unterstützung meiner Bemühungen in freundlicher Erinnerung halten. Ab sofort sind die Gottesdienste nur noch über Skype zugänglich. Auch unsere Lateinlektionen werden fortgesetzt. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung. Möge Gott mit Ihnen sein. Pater Francis McGill. Okay. Also irgendwie scheint diese ganze Insel ja dem Untergang geweiht, wenn man das so mitkriegt. Ja, also keine Post, keine Vorratslieferungen für die Tankstelle. Und ja, wenn sich selbst die Kirche zurückzieht. Gut. Es ist ja früh am Tag, das heißt, dort ist Mülden. Und hier geht's rum. Wollen wir das mal versuchen, bis da hoch zu laufen? Krähen. Ja, wollen wir ja. Müssen wir ja. Da liegt noch eine Fackel drin. Ich glaube, zwei sogar. Du hast aber schon so viel, was du mit dir rumträgst. Wie viele Fackeln hast denn du schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, du brauchst jetzt nicht noch die zwei mitnehmen. Oh, ein nicht verschlossener Kofferraum. Drei Fackeln hat man in diesem Auto gehabt. Na gut, dann stapfen wir mal weiter durch das winterliche Great Bear Island. Also im Story-Modus scheint er hier regelmäßig zu speichern. Sodass man, wenn man stirbt, wahrscheinlich dann wieder dort anfangen kann. Ja, wir brauchen immer noch Hagebuttenpilze und die Bartflechte. Da schaue ich mal rechts und links vom Wegesrand. Halte ich mal ein bisschen die Augen offen. Oh, kommen wir hier überhaupt durch? Achso, hätte man da vielleicht damit durchkriechen können mit Ducken? Weiß ich nicht. Wir haben es so gemeistert. Ist das was? Hier, guck mal, hier sind Pilze. Ja. Die brauchen wir, da können wir uns dann, wenn wir wieder bei der grauen Mutter zurück sind, können wir uns den Tee kochen. Das sind Bartflaschen da hinten. Aber ich werde jetzt erstmal auf direktem Weg zum Auto gehen.
Could end up being useful. Ja, ihr habt den Wolf heulen gehört, dann sind wir geschickt umgangen. Und jetzt müssten wir eigentlich langsam da sein, oder habe ich mich verlaufen? Ich habe mich nicht verlaufen. Ja, das ist halt so ein Hauptbestandteil des Spiels, diese langen Wanderungen durch die Gegend. Now to find that secret stash. Das ist so wahnsinnig entschleunigend, da kann man so richtig entspannen dabei. Okay. Aha, here it is. Wonder if this is any good to eat. Wow, das war ja richtig viel. Haben wir den Auftrag abgeschlossen? Wo sind die Aufträge? Hier sind sie. Ja. Wegelagerei, genau. Das war halt dieser lange Weg bis da hoch und ich will ja nicht viel sagen, aber runter zu ist der Weg genauso lang. That'll come in handy. Schuhe habe ich nicht mitgenommen, die Handschuhe nehme ich mir auch nicht mit. Gut, da ist noch mehr. Ich muss jetzt aber eigentlich wieder hier runter, ne? Oder gibt es ja eigentlich eine Abkürzung runter? Das wäre natürlich richtig gut, aber wenn nicht, dann laufe ich quer durch die Botanik. Oder besser gesagt durch den Schnee. Das ist generell keine gute Idee. Wieso ist denn auf einmal so schnell? Habe ich irgendwas verloren im Inventar? Nee. Ich kann ihm ja mal was zu essen geben. Oh, na das ist der besser nie. Das hätte man der grauen Mutter reinlegen können. Schön ausgewogene Ernährung, Dosenfisch und Müsliriegel. Lass es dir schmecken. Also es kann sein, dass es ein bisschen schneller geht, weil wir jetzt bergab laufen. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, das werden wir vielleicht auch noch sehen irgendwann, ist der Wind. Wenn wir Schneesturm haben, der Gegenwind, das kann schon ganz schön die Geschwindigkeit beeinträchtigen. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier drüben irgendwo eine Abkürzung finden. Das geht ja überall berghoch und wir müssen ja bergrunter. Na gut. Da gehen wir dann an der Kirche vorbei, holen uns dort das Holz. Dann können wir das bei der grauen Mutter voll machen. Und dann schauen wir, was sie uns als nächstes rät, was sie uns als Tipp gibt, was wir als nächstes machen müssen, wie die Story weitergeht. Oh, da ist der Wolf immer noch, schon wieder.
wenn er dorthin geht. Wo läuft denn der lang? Hier hinten rum, kann ich den umgehen? Oh, das sind Hagebutten. Da muss ich mich jetzt auch noch bei dem Wolf bedanken, dass er mich hier rüber geleitet hat. So, Lackporlinge. Oh komm, bitte sag, dass ich hier durchkomme. Ja, danke. Da ist noch ein Wolf. Och Mann. Wie weit muss ich denn so einen Wolf umgehen, damit er mich nicht sieht? Der ist da hinten. Oh, der ist so blöd an der Straße dort. Da sind überall Wolfsspuren. Ich denke, das ist immer weit genug weg. Da komme ich natürlich da drüben an die Bartflechte nicht ran. Aber das Überleben geht vor. Da gibt es nochmal Bartflechte. Da vorne an dem Baum sehe ich schon, dort wo der Hirsch ist. Gehen wir mal dorthin schauen. Vielleicht lässt sich ja auch hier links runter eine Abkürzung finden, hinter den Steinen. Dann hat man zwar das Holz von der Kirche nicht, aber dann müssen wir halt in der Stadt nochmal ein bisschen suchen. Und ich kann ja auch Stöcke einsammeln. Ne, guck mal, da ist überall Felsen, da geht's nie runter. Können wir Bartflechte mitnehmen. So, wo warten jetzt hier vorne? War noch welche, ne? Vielleicht den Bartflechtenverband, die Bartflechtenverbände herstellen. So dass wir die Aufgaben erfüllen. Ich weiß nicht, was es dafür gibt, außer dass es erfüllt wurde. Ob es da irgendeine Belohnung dafür gibt. Werden wir sehen. Sehe ich da oben gerade etwas? Ich weiß, dass wir hier runter müssen. Ne? Wir sind über diesen Holzhaufen dort gestolpert. Aber ich habe da oben was Rotes gesehen. Ah, da ist nämlich ein Haus. Da stehen Tollhäuslein.
Das habe ich gesehen hier. Ah, so eine rote Schubkarre, Laster, ja, Anhänger, Fässer, Hagebutten. Eine Feuertonne und ein Bungalow. Dann würde ich sagen, die Zeit ist vorangeschritten. Wir verbringen hier die Nacht. Wir machen hier die, also ich verbringe hier nicht die Nacht, aber wir machen hier quasi jetzt die Folge zu Ende. Dann geht es ein andermal genau an dieser Stelle weiter. Bis dahin und ich bedanke mich fürs Zusehen.